Ärgerle. Gut. Hätte gut. Ja, also die meisten haben schon Namen, aber alle weiß ich nicht auswendig. Mein Name ist Martin Mattis, wir sind hier jetzt in St. Gallenkirch bei uns im Steinschaffräumli. Ich habe mich auf die Rückzucht der Montafoner Steinschaffe verschrieben. Also das Montafoner Steinschaft ist eine eigenständige Nutztierrasse, die hier im Montafon beheimatet ist. Sie hat eigentlich sehr große genetische Distanz zu anderen Schafrassen. Ab Mitte 50er Jahre hat man bei uns hauptsächlich die Tiroler Bergschafe gezüchtet. Und dadurch ist das Montafoner Steinschaf so quasi von der Bildfläche verschwunden. Und unser großes Ziel ist es, das Tier wieder im Montafon sesshaft zu machen, dadurch es in den letzten paar Jahren fast keine mehr im Montafon gab. Im Vorarlberg gibt es ca. 400 Herdebuchtiere, also jedes Muttertier, das wir zur Zucht verwenden, müssen wir in ein Herdebuch aufnehmen. Und im Montafon gibt es jetzt ca. 100, 150 Stück. Und in den letzten 3 Jahren haben wir so quasi in unserem Projekt den Rassenbestand verdoppeln können. Also das Besondere am Montafoner Stehschaf, wie man da jetzt sieht, ist, dass sie sehr farbenfroh sind. Also man sieht sie weiß, Jacket bis schwarz, Rehfarben. Also es ist wahnsinnig eigentlich. Die Vorteile von dem Montafoner Steinschaf ist, es hat gute Ablammungen, sie nimmt die Lämmer gut auf, ist sehr widerstandsfähig. Im Gegensatz zu anderen Schafrassen sind sie kleinrahmiger, dafür von der Fleischqualität einfach feinfaseriger. Also die Menge vom Fleisch haben wir nicht so groß wie zum Beispiel ein Tiroler Bergschaf. Dafür einfach die Fleischqualität umso höher. Die Wohlqualität ist etwas gröber als die vom Tiroler Bergschaf zum Beispiel, aber dafür viel widerstandsfähiger und zäher.